Hi Friends und willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Mario Rabbids Kingdom Battle. Und wir sind hier gerade wieder am Peach Palace, am Pilzpalast und im Museum. Die Zeitwaschmaschine gibt's jetzt und es gibt noch ganz viel anderen geilen Scheiß. Richtig, und wir werden heute in dem Part ein bisschen über das neue Gemachhaus reden, was in dem Markt, was Anfang August diesen Jahres in Kraft treten wird, so richtig. Und das ein neue Gesetz. Darüber wird mein Kollege müssen reden. Nervt langsam, dass der Artikel 13 jetzt in die Quere kommt. So jetzt ein Scheiß. Das zumindest geben. Ja, ich meine, wenn ihr das Video seht, ich vermute, dass du längst entziehen, was mit Artikel 13 passiert ist. Was ist mit? Weil du dann es einfach so entziehen wollte. Was? Endwelt oder was? Nein. Zu Endwelt. Das Video, das Spiel ist fett. Es hat bei Nintendo irgendwie. Ach Gott, ich weiß gar nicht wie viel. Erst einmal, wie viel Part Nintendo gebraucht hat dafür. Das sieht mich jetzt. Jetzt ruft jemand an. Das ist so belastend. Ich geht ja. Ah, so. Telefon ist weg. Gut. Also, ich sammle erstmal noch die Münzen und dann würde ich sagen, ich wollte jetzt nochmal gucken, was jetzt alles Neues gebaut wurde. Hey, cool, Nitro. Letztes Mal wurde ja ganz viel Neues gebaut hier. Und da schwimmt irgendwas unten im Wasser. Ist ein Schieb. Ja, auch egal. Und so, die ganze Zeit erscheint so ein Videokamera-Symbol. Neat. Also, ich sollte mal über das neue Gamer-Couch informieren, so ein bisschen. Also, das wird vermutlich so sein, dass wir. Da, okay, das wird die neue Welt sein. Dass wir einfach mehrere Leute sind und dann mache ich auch noch selber Let's Plays dazu. Und dann machen wir alle drei, mache ich mit David die ganze Zeit Let's Plays auch und er streamt eher und ich mache eher die Let's Plays an sich. Er macht die meisten Streams. Und dann teilen wir das ein bisschen mehr auf und es sollte dann mehr Parts geben auch am Tag. So, hier waren wir gerade. Gut, dann. Also, wie reich sind wir denn? Rein mal in den Waffenladen. Ey, das ist ja unnormal, wie reich wir sind. Fertigkeiten. Alle haben nur 15 Punkte. Die, mit denen kann man Scheißdreck anstellen. Aber hey. Hammer. Wortwörtlich der Hammer. Wie viel kostet ihre Heilenfähigkeit? 20 Punkte. Hergestellt. So, also, und Luigi Rabbit brauchen wir überhaupt nicht zurzeit. Und das war's dann mal fürs Erste. Waffenauswahl. Sekundär. Ach du Scheiße. Das ist cool. Also, der hat keinen Stoßschaden. Honigschaden, Stoßschaden. Ja, okay. Der ist awesome as fuck. Nur Cooldown, nur ein Zug. Okay, haben alle nur, aber. Hat gleich viel halt. Deckungsschaden gering. Aber er hat. Trefferschaden. Der ist krank. Ja. Das ist die ultimative Anti-Raudi-Waffe-Dingens. Oh! Geil. So schnell ist das Geld wieder weg. Oh, der Hammer sieht mega geil aus, aber der ist irgendwie stärker. Weil es Boxhandschuhe sind, deswegen. Sprungschaden, Sprungchance. Oh, ist das Ding geil. Gut, jetzt haben wir wieder leicht overpowerte Zweitwaffen. Damit sollte es alles jetzt gehen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit diesen Prüfungen. Es gab doch die Prüfungen. Da wurde doch gerade vorhin gesagt. Vorhin mal irgendwann mal. Ich kann jetzt Objekte schieben. Also ich kann noch nicht bohren. Okay, cool. Dann ist ja alles cool. Nervtötend. Wo ist denn jetzt... Ich bin nur leicht verwirrt. Ah, wir kommen noch an die Truhe jetzt ran. Schön. Dann haben wir da einen Gegenstand. Exotische Furt.
Ich lasse ihn da. Hey, wo geht's jetzt zu diesem Prüfungszeug? Ups, falsch. Ich bin voll überfordert. Ich kann keinen Plan, wo diese Prüfungsleute sind. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesen Gebäuden machen kann. Was gibt's denn hier überhaupt? Rabolatorium. Ah, da kann man die Sache angucken. Und das ist eher wichtig, also aus meiner Sicht. Die Zeitwaschmaschine. Was kann die so? Wenn die jetzt verstanden, los, dass du alle anderen. Wo sind die Prüfungen? Ah, stopp. X-Prüfungen. Ach so, ich muss einfach nochmal durchgehen, dann steht er da. Cool. Okay, jetzt weiß ich's. Also nochmal zurück. Dann schließe ich mich gleich die ganze erste Welt komplett ab. Mit den Prüfungen und dem ganzen Scheiß. Kann gleich den neuen Hammer und den neuen ultra geilen Guardian ausprobieren. Ja, ich nenne ihn Guardian, weil ich den englischen Namen besser finde als Wächter. So, eine Biene. Hier geht's nicht weiter. Ich hätte mich doch die Kanone schießen müssen. Mann, bin ich ein Depp. Also in die dumme Kanone. Und Feuer. Wir müssen dahin. Dann bin ich dahin gekommen. Kriegen wir die erste Prüfung nicht, wie wir gesehen haben. Gut, dann gehe ich jetzt mal Prüfungen suchen. Auf Prüfungsjagd. Bleib mit einer Deckung vollständig und. Cool. Oh, hier sind die Blöcke vom Tutorial weg. Ah, ne, die waren erst hier. Cool. Ah, da ist er. Prüfung sehr einfach. Da kriegen wir so Fertigkeitspunkte. Das ist richtig gut. Alle 14 Gegner, Züge-Limit. Fuck. Kämpfen. Ich plane immer, wenn es schon abgeht. Gut, also. Ist ganz klar. Ich mache erstmal einen Doppelrush. Doppelraserei-Scheiß. Zack, und dann gehe ich hier hinter in Deckung. Ja, mal Rabbit Peach. So, nein. So läuft das nicht. Mario macht einen Sprungangriff. Hinter diese Deckung. Und Luigi, der rast, macht so einen rasenden hinter die Deckung. Da kannst du mal springen. LOL! So extended, Alter. Ja. Wäre normal gegangen, aber springen ist cooler. Gut, das Viererpack da. Das wird jetzt erstmal ganz gut ausgelöscht von Peach. Rabbit Peach. Ja, auf den sollst du einen schicken. Ich kann immer nur zwei erwischen. Oh, ist das nervig. Aber naja, die zwei sind jetzt dran. Ah, nee. Dann mache ich das am besten so. Eins hinter. Geht es noch? Hallo? Ja, dann halt so.
So, macht bei zwei Leuten Schaden. Also tötet zwei Leute. So, jetzt Luigi. Ja, sie sollte ihr Schild aktivieren. Das verhindert den meisten Schaden. Gut, Luigi. Luigi tötet die anderen beiden. Also tötet sie fast. Oh, Crank. Außer es ist nicht in der Standard, scheiße. Der hintere hat anscheinend überlebt. Also, Eisensicht. Und Mario. Er shit, hier ein Kraftpaket aktivieren kann, aber hätte es bis zum Luigi gereicht? Das ist eine gute Frage. Liegt das außer Reichweite? Du bist raus. Eine Waffe weniger, die uns Schaden machen kann. Und Heldensicht. Gut, der wurde getroffen. Sorry, der wurde getötet. Das ist gut. Gute Sache. Achso, die Eisenkette. Er hat Raserei gemacht, aber. Okay, er versucht auch auf den Eisenblock zu schießen. Was? Drei direkt bei uns? Okay. Okay. Würde ich mal sagen, okay. Nee, also das mit dem Rasen dann zurück zu Luigi. Das geht nicht. Also würde ich sagen, ich töte ihn. Springe. Und springe dann gleich am besten. Ach fuck, wohin springe ich denn? Gott! Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Also den werde ich jetzt mal mit Bewegung töten einfach. Ah, Kacks, Mist, Dreck. Furz. Nein. Den. Cool. Gut, dann macht jetzt Luigi seinen Scheiß. Er kann nicht darauf springen. Der ist 100%. Also da. Ah, ne, nein. Ah, fuck. Okay, dann ist wenigstens der raus. Mann. Blöde Sache. Blöde Sache. Dahinter steht ja ohne Deckung da. Mist. Oh nee. Cool. Wie sind mein Hammer? Nee. Gut, das heißt, Gegner ist dran. Ah, jetzt wird Mario ordentlich auseinandergenommen, vermutlich. Ja. War ja klar, dass Mario jetzt richtig gemörsert wird da vorne. Dann muss er durchhalten. Das sind halt einfach so richtig viele. Ja, sie machen alle Raserei und Flanken. Oder nur diese beiden, weil sie jetzt die beiden Deckungen haben. Also sie werden keinen strategisch behindert hinstellen. Ja. Und wo wollt ihr den hinstellen? Ah, der muss also wieder ins Freie. Okay, Mario hat gut abgekriegt. Sehr gut abgekriegt. Ach, du Scheiße, aber was sollte ich machen? Gut, also Mario. Mamma mia, Mario. Komm dahin.
wir uns nächste näher anschaut. Ja, ich könnte ihn theoretisch voll wegballern. Das wäre aber zu krank, glaube ich. Mario. So, Kraftpaket aktiviert. Beide sind geboostet. Jetzt schießt Mario ihm ins Gesicht. Und er fliegt sogar weg mit einem kritischen. Und Luigi. Mamma mia. Gut, Luigi lässt die beiden in die Luft gehen. Und jetzt. Yay! Völlig sinnlos, aber geil. Nee, bringt nichts. Dann bleibt er da hinten. Sie. Peach. Die olle Bitch. Warum kann ich nur einen von euch töten? Ihr Pisser, dann halt dem Dämme, der noch volle Leben hat. Hier, friss. 86. Ich finde, die hat ja den Overpowerten. Gut, Luigi. Du kommst. Nee, wie kann ich Luigi platzieren? Hier sollte er in Deckung sein. Hoffe ich. Mann. Also war nicht der Plan jetzt. Gut, dann werde ich sie so platzieren. Da gibt sie ihm jetzt hoffentlich einen. Ach stimmt, sie kann nicht mehr schießen. Bin ich irgendwie behindert gerade? Ja. Oh mein Gott, war das dumm. Aber von da kann er sie wenigstens nicht abknallen. Ja, ihr seid die beiden letzten. Oh, das ist peinlich. Das ist peinlich. Prüfung neu starten. Gut, dann werde ich das jetzt nochmal machen, aber nicht mehr so einen scheiß Fehler machen wie jetzt gerade die ganze Zeit. 3 Züge Limit. 14 Gegner. Gerade auf dem Schlachtfeld sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lell. Ja, richtig Lell. Jolo. Hörst du auf mit dem Scheiß. So, worum geht es? What the fuck? Okay. Gut gemacht. Zack, zack. Oh. Nope. Peach macht auch den Scheiß. Den geilen Scheiß. Heißt, nee, und sie macht jetzt mit dem irgendwie letztes Mal richtig kabaut. Richtig kaputt. Beide dort. Gut, dann sind die beiden aus dem Weg. Sie werden sogar richtig weggeballert. Ja, und sie aktiviert ihr Bubble-Schild, weil sie gleich mit in die Ecke kommen werden. Ja, dann siehst du den.
GG. Weil die sind beide fast tot. Ja, dann mach ich halt noch einen Doppelkill. Gut, dann ist der für den Doppelkill raus. Gut, gut. Ja, Helden sich definitiv aktiviert. Und er macht erstmal einen Kraftboost. Hätte ich schon die ganze Zeit machen können, bin ich irgendwie behindert. Und gibt ihm einen Shot. Gut, damit ist der down. Treffen kann mich jetzt noch keiner, aber ich muss die kleinen Miesen an meinen Positionen da wegkriegen. Ja, er hat ein bisschen was auf Peach gekriegt, ein bisschen Schaden, aber jetzt sind die da. Und ich werde jetzt einfach mal das Richtige ausprobieren. Den richtig krassen Scheiß halt. Ne, das hatten wir doch schon mal. Nee. Also, als erstes die Peach. Peach. Du machst zack. Zack. Hä? Ich habe jetzt nicht A gedrückt, ehrlich gesagt, immer. Schönen Dank dafür. Peach, du bist voll gearscht. Was ist das? Womit habe ich das verdient, Alter? Womit? Stirb wenigstens. Gott. Fuck. Was verkackt? Schlimm. Peach ist richtig gearscht. Der Hammer funktioniert nicht. Aber bei mir. Nee, ich töte jetzt erstmal den. Nein, ja. Schön. Gut, der ist tot, aber die anderen werden jetzt Peach richtig krass zerstören. Ja, aktivieren. Aktivier den Scheiß. Ja, cooler Boost. Die steht ja jetzt mittendrin. Oh Gott. Oh Gott. Er schlägt Schaden. 43 ist gut, aber Peach. Oh Gott, nein. Oh, scheiße. Wenigstens wird sie nicht von allen geraserreit. Doch wird sie. So ein Scheiß. Ja, so ein Scheiß. Mann, nein. Ja. Das ist ja so ein Scheiß hier gerade. Also ist klar, sie wird jetzt erstmal ihren kleinen Bonn losschicken.
Was kann ich noch machen? Hier. Hier wird's den töten, hier wird's den töten. Nee, dann schicke ich ihn am besten dahin. Außerdem zu ihrer Bewegung. Zack, zack. Das ist gerade letzte Runde, ich muss die alle töten. Letzte Runde, alles oder nichts. Nix. Nixe Pixe. Also ich muss jetzt alle hier töten. Aber wenn nicht, ist die Mission gefailed. Nee, nee, nee. Kann ich... Warum muss er so, dass er immer nur einen treffen kann, gefühlt? Gott! Fuck. Ich will nicht selber, so aber auch. Die mit 20 Leben können vielleicht mit Mario erwischen. Kacke. Mario, 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 Mario. Dieser kleine Schlingel Mario. Gut, Hammer-Einsatz fürs erste Mal jetzt. So, Alter, scheiß Prügel hier. Was war das jetzt? Well. Get him! Scheiße, Luigi! Was war das denn? Sorry, Luigi. Gut, die erste Prüfung. Ich war scheiße, warum auch immer ich so scheiße war. Und das war eine sehr einfache Prüfung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die haben wir jetzt gemacht. So, lalala. Dann mal dahinter. Hier war hier eine Truhe an der Seite. Und hier. Hier kam ich nicht weiter. Der blaue Knopf. Wo ist der blaue Knopf denn? Da drin. Braucht man den gelben Knopf. Und der gelbe Knopf. Ist hier. Habe ich alles letztes Mal nicht gesehen oder was? Ist okay. Also zurück in die Röhre und hinten wieder raus. Und wohin geht's denn hier? Ganz anders hin, oder was? Ja, dann mach ich gleich. Ah ne, da geht's da unten hin. Ja. Tor öffnen und wir kriegen wieder einen Gegenstand. Mario, du hast ein 3D-Modell gefunden. Eine Mario-Statue. Awesome.
Y-Knopf habe ich gedrückt, heißt wir sollten... Oh, wo war das? Da. Dann Knopf kommen, Ding kommen. Garden Siggi. Garten Ziggy. Das so. So, dann gehe ich mal. Kanone. Okay. Die schießen uns da rein und. Unseren Knopf kann man das auch machen. Gut, also haben wir doch jetzt alles. Na, dann weiter. Und auf zur nächsten Prüfung. Ich mach jetzt mal alle Prüfungen durch. So, jetzt kommt erstmal hier die gelobte Blume, die aber nicht da ist. Ein weiteres Schlachtfeld, aber keine weitere Prüfung. Hier ist eine weitere Prüfung. Einfach. Gut, gut, gut. Was gibt's jetzt? Esquartiere Todd. Oh shit, Alter. Todd ist ja richtig in Schwierigkeiten. Dann mache ich jetzt ein bisschen. Ah ne, er hat Waffenschaden. Sorry. So gut. Soweit so gut. Ja, ich suche der. Oder hä, wo kommt. Wo sind überall Feinde? Kommen hier hinten noch Feinde. Sieht nicht so aus. Also sie würden erst im nächsten Zug rauskommen. Aber ich vermute, dass da welche kommen. Vermute ich. Gut, dann ist der weg. Richtig heftig weggehauen. Todd kann nur laufen. Nur laufen kann Todd. Todd, warum kannst du nur laufen? Rentod. Den Rest machen macht nur EG. Mama de mia. Moin. Könnten über Feinde kommen. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo Feinde sein können. Das heißt, ich vermute, dass da drüben wieder Feinde sein werden. Legen wir EG da. Der ist verschwunden und den könnte ich jetzt damit mal vernichten. Okay, los. Piep. Nur 45. Das ist schlecht. Mach ich. Nee, mach ich nicht. Muss ja nicht sein. Und zack. Und sie geht dahin. Das heißt, gegnerischer Zug. Ja, erstmal Todd. Todd geht soweit er kann. Ich finde nur, wie sie immer ohne Deckung sind. Gut, dann ist der gleich voll vernichtet.
einer komplett ausgeschaltet. Ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob ich die aktivieren soll. Ich weiß auch, dass ich die Doppelraserei mache. Und mal gucken, ob Mario die einfach auch macht. So, dann geht Mario dahin. Gut. Die beiden leben noch. Nur der eine lebt noch. Und der eine wird jetzt einfach weggeschossen. Chuck. Boom. So übertrieben, sie haben nur noch so ein paar Leben und dann gibt es einen kritischen Treffer, 50 Schaden irgendwie. Ne, es wäre dumm, Helden sich zu verbrauchen jetzt. Ne, das wäre alles dumm, das wäre dumm. Dann lasse ich Gegner ziehen. Weil der Gegner kommt jetzt, ja, jetzt sind schon 4. Da ist der Wurm drin. Jetzt werden es immer mehr. Erstmal ein Doppel. So, die beiden muss ich erstmal loswerden. Ich muss erstmal mit Todd da weg. Todd. Hier hin. Also ich könnte mit Peach sie vermutlich komplett eradicaten. Aber da muss ich erstmal er weg. Nee, was macht Mario? Den. Dann so. Und dann noch. Dahinter, weil dann ist er in Deckung. Ich hätte noch einen Stampfer machen können. Bin ich manchmal behindert, ey. Sag mal, mit auf OBS, wie lang geht die Aufnahme schon? Weiß ich nicht. Nochmal, es steht unten. Wo steht denn das? 37 Minuten? Yeah, langer Part. Wie lange Zeit so geht er noch? Weiß nicht. Ich bin gerade bei der zweiten Prüfung. Weiß nicht, wie lange es noch geht, aber wir machen erstmal die Heldensicht von Mario an. Ihr beide werdet ausgelöscht. Tschüss. Was kann Luigi denn noch machen? Oh, Luigi kann doch alles machen. Gut. Gut, gut, gut. Komm, mach ihn fertig, Rad. Mach ihn fertig, komisches Zahnschmerzenrad. Baller ihn weg. Kaputt. Haha. Nice. Das ist gut. Gegner hat 3 neue. Ein fucking Grobian. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, erstmal die Doppelraserei. Puck. Pum. Ja, renn bis dahin. Renn durch, renn durch, renn durch. Ich kann noch gar nichts sehen. Aber ich kann den mal wegballern. Cool. Der flog überhaupt nicht übertrieben weg. Ich hätte den Dicken anschießen können. Und dann wäre der Dicke. Ich hätte das Schild aktivieren können, den Dicken anschießen, dann wäre
wäre wenigstens sicher gewesen, Todd. Hier rüber, er sollte weit genug vom Dicken weg sein. Heldensicht wäre blöd. Aber wenn er sich dann bewegt, dann ist es kacke. Nochmal, wenn er sich ohne zwei bewegen hat. Ach du Scheiße! Gut, also das ist der Plan. Oh Gott! Wie würde er vorhaben, da durchzukommen? Ah, geht nicht. Geht nur, wenn ich einmal ramme. Nee, dann ist hier der Plan. Ich mach so. Und geh wieder hier hin. Und geh hier hinter. So, jetzt. Wird auf den Dicken geschossen. Gigi, komm mal rüber. Es könnte gut sein, wenn ich jetzt einfach noch Heldenblick aktivieren sollte. Vor zur Sicherheit. Und Feuer. Jetzt ist er wütend, kommt zu mir. Dann geht er da weg. Ja, komm. Zumindest die Helden sind endlich behindert, weil dann jeder kommt da weiter. Gut. Cool. Cool. Das mit dem Weglocken am Ende. Alle geheilt, nur Todd braucht 60 Health, weil er einmal gehittet wurde. Das lief doch ganz gut. Prüfung abgeschlossen. So, und das soll es dann auch gewesen sein mit diesem Part. Hoffe, hat euch gefallen. Dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und ciao.